Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Kolleginnen, lassen Sie mich aber zuerst vorab an diesen geschichtsträchtigen Tagen, nämlich der 8. und 9. Mai, Tag der Befreiung von Krieg und Sieg über den deutschen Faschismus, hier wirklich meine Empörung zum Ausdruck bringen. Ich finde es ungeheuerlich, dass die NATO ausgerechnet an diesem Tag heute mit einer Großübung beginnt, in der sie einen russischen Überfall auf ein NATO-Mitgliedsland simuliert. Wie geschichtsvergessen muss man eigentlich sein? Ich finde, es wäre angemessen, den Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus, den 8. Mai, endlich gebührend zu würdigen und als gesetzlichen Feiertag hier einzuführen. Das wäre richtig, und es würde auch den Auftrag verdeutlichen, für eine friedliche Außenpolitik zu streiten und nicht die Bundeswehr in alle Welt zu schicken, so wie wir alleine heute wieder 3 Auslandsmandate verlängern sollen. Und mit der Verlängerung des Atalanta-Mandates, das die Bundesregierung hier vorlegt, versucht sie, der Öffentlichkeit weiszumachen, es ginge nun also bei diesem Bundeswehreinsatz im Indischen Ozean vor der Küste Somalias um die militärische Bekämpfung von Piraten, um das Welternährungsprogramm zu schützen. Wenn man aber jetzt erstens mal in die Datenbank des Internationalen Maritimen Büros schaut, dann sieht man, dass weltweit in dieser Region überhaupt keine Überfälle von Piraten in der letzten Zeit aufgezeichnet wurden. Es gab überhaupt nur 2 Versuche. Stattdessen finden die meisten Überfälle vor der westafrikanischen Küste und im indonesischen Archipel statt. Nach Ihrer Logik müssen Sie bald die Bundeswehr überall stationieren, um Piraterie zu bekämpfen. Und zweitens wäre es deutlich besser, diese 40 Millionen, die Sie jetzt wieder ausgeben wollen, direkt dem Welternährungsprogramm zu geben. Sie haben nämlich erst 25% Ihres Jahresbedarfs dieses Jahr für die Menschen in Somalia finanziell überhaupt gedeckt. Sie schicken die Bundeswehr in den Indischen Ozean nicht für das Welternährungsprogramm, sondern um geopolitisch Präsenz zu zeigen. Denn in dieser Region verlaufen die wichtigsten Haupthandelsrouten zwischen Europa, der arabischen Halbinsel und Asien. Seit wann ist es Auftrag der Bundeswehr, Handelswege in aller Welt zu schützen? Das hat mit dem grundgesetzlichen Verteidigungsauftrag der Bundeswehr überhaupt nichts mehr zu tun. Nein, dieser Einsatz ist grundgesetzwidrig, und wir wollen, dass er endlich beendet wird. Und ich finde es auch besonders zynisch, dass Sie einerseits sagen, Sie wollen die Menschen in Somalia humanitär versorgen, währenddessen in Sichtweite der Bundeswehrschiffe vor der Küste des Jemens eine der grausamsten Hungerblockaden durch Saudi-Arabien stattfindet und die größte humanitäre Katastrophe im Jemen überhaupt weltweit zu verzeichnen ist. Es wäre angebracht, endlich dagegen etwas zu tun und Saudi-Arabien nicht länger mit Waffen zu beliefern. Der Einsatz dauert jetzt auch schon 11 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Wollen Sie jetzt so wie in Afghanistan, in Mali, alle Einsätze sind auf Unendlichkeit hier ausgerichtet? Aber wo sind denn eigentlich Ihre politischen Anstrengungen, um die Ursachen der Piraterie zu bekämpfen? Wo haben Sie eigentlich eine politische Initiative für eine Lösung des Konflikts im Bürgerkrieg in Somalia ergriffen? Wo sind denn die konkreten Maßnahmen, um gegen legale und illegale große Fischfangflotten in der Region Somalias aktiv vorzugehen? Sie entziehen doch die Lebensgrundlagen den Fischern nach wie vor. Das sind altbekannte Zusammenhänge, gegen die viel zu wenig gemacht wird. Und wir wissen auch, dass die Drahtzieher der Piraterie nicht in Mogadischu sitzen, sondern in den westlichen Metropolen, in London, in den großen Hauptstädten. Wo sind Ihre Initiativen, denn diese organisierte Kriminalität endlich dingfest zu machen und auch die Finanzströme der Europäischen Union zu den europäischen Banken, die Geldwäsche endlich mal da aktiv zu bekämpfen? Die Bundeswehr hier als Weltpolizisten einzusetzen, ist keine Lösung für diese Probleme. Das Grundgesetz muss wieder der Maßstab werden, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist auch der Auftrag des 8. Mai. Dankeschön. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort der Kollege Dr. Tobias Lindner.